Hallo liebe YouTube-Zuschauer, willkommen bei Elektrotechnik einfach erklärt. Vor 3 Wochen beim 1000 Abonnenten-Video habe ich euch ja gebeten, mir mal zu erzählen, was eigentlich euer Hintergrund ist. Das heißt, wieso ihr euch mit der Elektrotechnik beschäftigt. Das ist für mich natürlich auch interessant zu wissen, wer eigentlich sozusagen auf der anderen Seite der Kamera sitzt. Und da kamen auch einige Kommentare zusammen. Was mich sehr freut, ist, dass ihr scheinbar genau die vielseitige Community seid, die ich mir hier auf dem Kanal wünsche. Also das heißt, Schüler, Studenten in den ersten Semestern, Auszubildende oder auch Leute, die ein Hobby haben, was mit der Elektrotechnik zu tun hat. Das heißt, ihr seid eigentlich genau die Leute, für die ich meine Videos vorsehe und daher passt es perfekt. Und als kleines Dankeschön für eure Unterstützung habe ich ja ein kleines Gewinnspiel angekündigt. Und deswegen werden wir heute die Verlosung machen zu einem Exemplar der Aufgabensammlung hier von Gerd Hagmann zu den Grundlagen der Elektrotechnik. Mit diesem Buch gibt es ja auch eine Übungsaufgabenserie hier auf dem Kanal. Also das heißt, wer mal hier ein bisschen rechnen möchte, wer sein Wissen mal ein bisschen testen und anwenden möchte, der kann die Videos gerne mal auch anschauen. Das Exemplar ist noch nagelneu, hier noch eingeschweißt, vielleicht sieht man es auch, wurde freundlicherweise vom Aula Verlag, wie gesagt, zur Verfügung gestellt. Gut, dann machen wir uns jetzt direkt an die Verlosung. So, wir machen die Verlosung wieder hier mit diesem kleinen Tool namens Random Comment Picker. Ich sehe gerade, das Layout haben sie ein bisschen geändert, aber die Funktion sollte die gleiche sein. Auch hier wieder der Nachweis, heute ist der Samstag, der 22. September. Das heißt, es sind jetzt ja 3 Wochen wieder vergangen. Das heißt, ihr hattet genug Zeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Dann füge ich jetzt hier die Video-URL ein und klicke auf Load Comments. Und dann kann ich jetzt hier auf Pick the Winner klicken, um zu ermitteln, wer das Buch bekommt. Und das mache ich jetzt mal. Und es ist Tort3x. Also ich muss ja sagen, eure Namen sind ja nicht ganz einfach immer. Aber gut, okay, dann würde ich dich bitten, du schickst mir eine Nachricht mit deinem Namen und deiner Adresse, entweder über Facebook, über die Elektrotechnik einfach erklärt Gruppe oder über E-Mail elektrotechnik-einfach-erklärt@outlook.de, erklärt dabei mit AE. Die 2 Möglichkeiten gibt es für eine private Nachricht. Die YouTube-Nachrichtenfunktion wurde abgeschafft. An alle anderen, das nächste Gewinnspiel kommt garantiert, bleibt einfach dran. Kommende Woche geht es dann mit der nächsten Übungsaufgabe weiter. Bis dahin, macht's gut und ciao.